Yo, was poppen YouTube? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Packout. Bereits die vierte Episode, Freunde. Und ja, in dieser Episode geht es nur darum, wir wollen Cristiano Ronaldo ziehen, Alter. Stürmer Ronaldo. Oder in Ordnung wäre auch noch Lewandowski oder Müller. Also diese Woche ist auf jeden Fall richtig heftig, die Team of the Week. Und deswegen, heute ist der letzte Tag, Montag, nehme ich extra noch vorher auf, bevor die neue Team of the Week kommt und der Ronaldo nicht mehr dabei ist. Deswegen habe ich gesagt, nee, das müssen wir heute noch machen. Die Spiele werde ich wahrscheinlich dann morgen erst bestreiten, aber die Packs machen wir jetzt auf jeden Fall noch auf. Also wie wir schon wissen, doppelt Team of the Week Leistet und zwei Jumbo Green und Gold Set. Und ich hoffe, wir ziehen in dieser Episode wieder was ganz Heftiges. Dann würde ich sagen, let's go für Ronaldo, please. Das wäre so heftig, auch wenn er nur ein Leihspieler wäre, Ronaldo hier zu ziehen, wäre richtig heftig. Und wir kriegen Thomas Müller, Digga! Thomas fucking Müller, das ist auch in Ordnung. Thomas fucking Müller mit Mbolo habe ich noch drin. Tadic, ja, ist auch noch in Ordnung, Tadic. 4 Sterne Skills, sieht ganz decent aus, aber der Star wird Thomas Müller sein. Also richtig heftige Stats, 79 Pace, 87 Schuss, 80 Passen, 80 Dribblings, 75 Physik. Da werden wir auf jeden Fall was machen können. Den werde ich auf jeden Fall irgendwie einbauen in unserem Team. Und dann würde ich sagen, haben wir noch 2 Premium Gold Set, die wir aufmachen können. Hoffentlich ziehen wir da auch wieder was Heftiges, das wäre richtig nice. Einfach mal let's go, come on. EA, please, one time, do it for me. One time is Bender, 83, ist okay, 83 Bender nehme ich. Perfekt für Müller, um den Müller zu verlinken. Okay, der Rest sieht nicht richtig geil aus, um ehrlich zu sein. Aber Bender ist in Ordnung, wie viel ist er wert? Schauen wir mal kurz, nur aus Interesse natürlich. Okay, er ist nichts wert, aber 83 ist in Ordnung, guter Fang. So, Freunde, one more pack in dieser Episode und dann werde ich dieses Team zusammenbauen für diese 2 Matches, die ich noch bestreiten werde. Let's go, let's do this, please EA, vielleicht nochmal ein 84er. Oh, Luke Shaw, Digga, Luke Shaw 80 Pace, das ist richtig nice, ich glaube, der ist richtig teuer auch. Luke Shaw ist pretty decent. Luke Shaw, schauen wir mal kurz. Ich glaube, der ist, momentan ist er richtig teuer. 6000. Geht er weg. 6000 Luke Shaw ist auf jeden Fall richtig nice, dass ich ihn gezogen habe. Ndoye. Und sonst ist da, glaube ich, nichts Besonderes dabei. Ja, nichts Besonderes, was wir gebrauchen können. Vielleicht hinten noch was. 1000 Coins und ein, Spieler, den wir nicht gebrauchen. Vielleicht direkt, auf die Transferliste schicken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich das Team gebaut habe. In 3, 2, 1. Boom, Freunde. Und das ist das Team, Freunde, was ich zusammengebaut habe mit den neuen 2 Team of the Week dieser Woche. Also, wie ihr seht, ich habe einen kleinen Premier League Hybrid gebaut. Vorne Chicharito, rechter Flügel, Müller, linker Flügel haben wir Tadic. Caballé, Ramsey, kennen wir ja schon, Luke Shaw, den haben wir auch gezogen, den habe ich mit eingebaut. Und rechts eine kleine, Bender haben wir auch noch gezogen, den habe ich auch mit eingebaut. Also viele Debütspieler, Strobel, Hilbert und Radek hier. Eine kleine Bundesliga-Link. Ich hoffe, ich kann damit in der 9. Liga direkt panieren, da würde ich sagen, let's go! So, Freunde, jetzt haben wir den ersten Gegner und schauen wir mal sein Team an. Ist nicht schlecht. Slimani, Boni, Ferlinha als COM habe ich auch noch nie gesehen, den benutzt man ja normalerweise als CDM. Petro, Stones, also auf jeden Fall gute Spieler drin. Da müssen wir auf jeden Fall wie immer unser Bestes geben. Da würde ich sagen, let's go. Thomas Müller. Zurück auf Kabay. Warte auf Müller. Oh, das wäre so gut gekommen. Hernandez. Chicharito. Oh, shit. Warum hast du... Jetzt noch Müller. Golasso. Easy. Easiest goal ever. Thomas Müller mit dem Debüt-Goal in der 6. Minute und den Döp. Zurück auf Müller. Auf Tadic. Tadic schickt Chicharito. Chicharito ist durch. Das ist 2:0. Nein, Digga. Da drüben sehe ich noch jemanden. Das ist Thomas Müller auf der anderen Seite im Seitengewechsel. Thomas Müller. Und wieder Thomas Müller. Macht Müller. Hat die Übersicht für Chicharito.
Chicharito. Wieder zurück auf Müller. Müller dreht sich und 2:0. Doppelpack Müller. Chicharito und Müller. Kombination ist einfach zu heftig für den Gegner momentan. Alter, der Müller ist so heftig. Alter, ich brauche nichts normal gezogen. Der spielt sich richtig heftig. Guck mal, seine Schüsse einfach aus der Drehung. No chance. No chance für den Gegner. Komm, Alter, Tadic läuft sich richtig gut frei. Das muss das 3:0 sein, Alter, come on. Too easy, Freunde, too easy mit diesem neuen Team of the Week. Das spielt sich zu gut. Guck dir den Run. Ich weiß nicht, was der Gegner da macht mit seinem Sidestep. Aber das ist 3:0. Tadic. Oh, der Müller ist richtig dreckig, haut ihn einfach um. Naja, naja. Komm, Müller. Thomas Müller. Thomas Müller. 3:0. Hattrick. Too easy. Too easy. Hattrick Müller, Junge. Müller ist ja richtig brutal. Sein Abschluss ist. Ey, jeder Schuss Tor, Junge. Oh, Fellaini. Das war knapp. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Und das ist auch der Halbzeitpfiff. Fast hat Fellaini einen Anschlusstreffer gemacht. Aber wie ihr seht, Domination pur. Oh, was macht der Gegner da? Das weiß ich jetzt nicht. Und das ist das vierte Tor von Thomas Müller. Oh mein goodness. Gracious. Too easy, boy. Das ist too easy. Bei Ramsey. Oh, schade, Junge. Mit dem dicken Longshot mit Ramsey. Der wollte auch mal noch ein Tor haben. Der Gegner, bester Mann, ich höre. Der ist einfach der beste Mann, Alter. Oh, Bender. Bender, Ramsey, Aaron Ramsey, ah, komm, er will sein Tor, Ramsey will sein Tor, Ramsey will sein Tor, das gibt's nicht, Digga, er will das Tor, der kriegt es einfach nicht, der Ramsey, oh shit, das war nicht gut gemacht, das war nicht gut gemacht, der Sweaty Bob, Alter, das war schlecht von mir gemacht. Ja, Freunde, 5:1, das erste Spiel in der 9. Liga ausgegangen. Thomas Müller nimmt hier seinen Ball mit, da er 4 Tore gemacht hat. Einfach brutaler Typ. Richtig gut gespielt, der Müller. Ja, aber auch Gegner, muss man sagen, waren nicht wirklich gut. Ich kann auch mal kurz die Statistik angucken. 10,0 für Müller, 4 Tore. 4 Torvorlagen für Hernandez, auch richtig brutal. Also, die haben eine richtig gute Chemie miteinander. Statistikbeweis, guckt euch das an. Also, eindeutiger war's, geht's gar nicht mehr. Die ersten 3 Punkte in der 9. Liga, Freunde. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins zweite Match. Ich werde aber die Mannschaft kurz verändern müssen, weil Chicharito leider. Ja, seine Spiele sind leider abgelaufen. So, Freunde, jetzt habe ich ein anderes Team für das zweite Spiel gebaut. Da Chicharito, den sehen wir hier unten. Leider, sein Vertrag ist abgelaufen. 3 Spiele, 1 Tor, 6 Torvorlagen. Richtige gute Statistik, die es sich sehen lässt. Besonders dank Müller, weil er 4 Tore gemacht hat in seinem ersten Spiel. Auch Tadic hat 1 Tor gemacht, das ist auch ganz in Ordnung. Und ja, ich werde Ings eine Chance geben, obwohl ich ihn mal ausprobiert habe in meinem Hauptkanal. Ja, hat er mir nicht wirklich gefallen, aber ich gebe ihm eine Chance. Ansonsten haben wir Hendersons wieder drin, Luke Shaw kennt ihr das hinten und der Rest kennt mir noch. Und ich werde eine Frage an euch. Ich habe hier ein paar Chemistries, genau 9 Stück, um genau zu sein. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Vorschläge geben? Ja, welche Chemistry-Style ich an welchen Spieler ich geben soll? Zum Beispiel Ramsey, was soll ich ihm geben? Soll ich einen Finisher geben? Deadeye, Maestro, Ground, Hunter, Engine? Könnt ihr gerne mir in den Kommentaren schreiben. Ich würde mich darüber freuen, weil ich bin mir noch nicht so sicher, welcher Spieler. Welche Chemistry-Style passt perfekt zu welchem Spieler? Dann würde ich sagen, ja, gehen wir ins zweite Match. Oioioi, Sturridge, Martial, Kanté, Mahrez, Smalling, Alter. Das Team ist richtig heftig, muss ich sagen. Jürgen Klopp als Trainer. Mann, ey, ohne Witz, in dieser Serie sind wir jetzt nur auf heftige Gegner getroffen. Also, auf heftige Mannschaften. Aber bis jetzt waren alle nicht so gut, alle Spieler. Deswegen würde ich sagen, lass uns auch in diesem Spiel 3 Punkte wieder mitnehmen. Let's go. Zack, oh, Ings, Alter. Erste gute Aktion von Ings. Schick Müller. Müller, komm. Müller, warum schießen die immer in die kurze Ecke? Ich will immer in die lange Ecke schießen. Und klappt das nicht mehr nach dem Patch. Oh, der ist frei, der ist frei, der ist frei. Oh. Digga, eigener Mann, ey. Stark von Bender. Mal zurück auf Bender. Komm, jetzt die Flanke. Oh, schade, Digga. Hat der Gegner nochmal gut geklärt.
Vielleicht mache ich die mal wieder kurz. Die ist gut, die ist gut, die ist gut und lucky. Ich weiß nicht, wer es war. Bender hat geköpft, aber eigentlich müsste es ein Eigentor sein. Also schauen wir nochmal. Also die war richtig lucky. Das Tor war richtig lucky. Ja, ist ein Eigentor normalerweise. Und Bender, aber es, das Tor zählt für Bender, aber eigentlich ein Eigentor. Oh, Müller! Das ist so gut gespielt, Freunde! Müller! Gegen die Latte, Digga! Don't do it! Junge, what a Block, Alter! Was ein Block, Digga! Oh Mann, lass doch den Angriff noch! Okay, Freunde, keine einzige Chance vom Gegner. Also, wir dominieren wieder eigentlich ganz gut. Brauchen wir auf jeden Fall das zweite Tor. Ings gefällt mir noch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn spielen lassen soll oder Hazard dafür einwechseln soll. Ich guck noch. Oder ich werde sagen, nee, komm, Ings, du hast deine Chance. Ich bring Maxim. Maxim hat sein Debüt verdient in der zweiten Halbzeit. Den Faster Skiller, die Legend von FIFA 16. Let's go. Boah, Junge. Seht ihr, was für ein Unterschied ist, wenn Maxim drin ist? Digga, und die kommt gut. Bender hätte sein zweites Tor machen können. Ja, stark, komm. Boah, da wird geskillt ausgepackt. Alter. Komm, das müsste. Alter, das musst du auch ausnutzen. Mann, Maxim. Stark, guck. Schick ihn. Bender, komm schon. Was ist denn mit dem Abschluss los, Sachen, Pat? Also jetzt Spiel. One more, da ist er doch. One more. Ah, Digga. Ah, guck, wenn ich jetzt ein Tor kassiere, beiß ich mir in den Arsch, Alter. Ich beiß mir in den Arsch. Ich schwöre, Alter. Boah, jetzt kommt Maxim. Schön gemacht von Maxim auf Müller. Das war so gut gemacht. Müller! Torschuss! Torabschluss! 100 Millionen hat der. Der Typ ist so torschusssicher, Junge, vom Tor, Alter. Der macht die Dinger, der macht die Dinger. Captain Thomas Müller, Daka! Aber ohne Witz, die Vorlage von Maxim, heftig. Heftig gemacht von Maxim, nice. 2-0, das müsste sicher sein. Ja, 2-0 gewonnen auch das zweite Spiel. Wir sind immer noch in dieser Serie ungeschlagen. Das, ja, muss man erstmal nachmachen. Schauen wir mal. Bender, Man of the Match. Stimme ich zu. Gut gespielt, Bender. Nicht nur wegen des Tors, sondern er hat richtig gut verteidigt. Hier auch sehen Statistik. Also, wir haben wieder ziemlich dominiert. 2 Punkte, 2 Siege aus 2 Spielen. 6 Punkte. Das sieht schon mal auf jeden Fall gut aus. Wir sind auf dem richtigen Weg in die Liga 8. Ja, und zum Abschluss dieses Video will ich noch mal gucken. Alter, Thomas Müller, ganz ehrlich, Man of the Episode. 2 Spiele, 5 Tore. Einfach eiskalt ist der Typ. Also schade, dass wir nur noch ein Spiel haben. Der ist so brutal einfach. Also Tasic hat auch ganz gut gespielt, aber nichts gegen Müller, Alter. Müller ist einfach zu brutal. Ings hat natürlich wie erwartet enttäuscht. Ja, ich fand die Episode richtig geil. Das war einfach eine Thomas-Müller-Show. Ben hat auch, finde ich, meiner Meinung nach auch ganz gut gespielt. Gut verteidigt im zweiten Spiel. Und dann würde ich sagen, ja. Falls euch die Serie immer noch gefällt, jemand mehr Bock drauf hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr neu seid, ein Abo. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.